Ich darf euch jetzt ankündigen, einen Redner, und da weiß man nie, ist es eine Person, sind es zwei Personen. Hier kommt Klaus und Willi. Abend. Nein, wie man hier richtig sagt, Fastelovn zusammen. Ja. Und du? Ja, ich gehe davon aus, dass du auch noch was sagst. Wieso? Ja, was man halt sagt zur Begrüßung. Wenn es bei euch zu Hause an der Tür klingelt und du machst auf, was ist das Häufigste, was du da hörst? Kannst du ein Paket annehmen für Nachbar? So, was ist denn mit dir los? So kenne ich dich gar nicht. Ja, ich muss dich entschuldigen, ich bin noch ein bisschen angeschlagen von gestern Abend. Was war gestern Abend? Da haben mich drei Kerle fertig gemacht. Drei gegen einen? Ich hatte keine Chance. Hast du den Namen gemerkt? Ja, Johnny Walker, Jim Dean und Captain Morgan. Wusstest du? Wusstest du? Ich habe mich schon gewundert. Nein, tatsächlich, sein Vater hatte gestern Geburtstag. Ihr wart irgendwo essen, ne? Ja, beim Spanier. Und, wie war's? Peinlich. Wieso? Ja, irgendwann schreit mein Vater quer durch die Hütte: Ey, Kellner, die Suppe ist eiskalt. Ich sag: Tata, das ist Gazpacho. Oh, sagt er, Entschuldigung. Ey, Gazpacho, die Suppe ist eiskalt. Ich muss mich immer wieder entschuldigen. Das ist halt das Problem, ne? Der hat eine große Klappe, der ist nicht ausgelastet. Er schaut allerdings auch sehr viel Fernsehen. Ich guck nur Dokus. Hast du dir die Weltmeisterschaft angeschaut? Nee, ich habe Weihnachten gefeiert. Ich weiß nicht, gab es überhaupt irgendeinen Fußballfan in Deutschland, dem es gefallen hat, dass in der Weihnachtszeit WM war? Ja, den Schalkern. Wieso den Schalkern? 2 Monate lang kein Gegentor. Willst du bitte ein bisschen aufhören damit? Entschuldigung. Aber tatsächlich, das Schlimme ist, so redet er auch mit seinen Mädels. Ich muss es leider so sagen. Er hatte schon mehrere Freundinnen, keine ist länger geblieben als ein paar Tage. Ich hatte immer ein bisschen Pech mit den Frauen. Meine erste Freundin war älter als ich, die hat mich verlassen, weil ich zu wenig Geld hatte. Hast du ihr nicht verraten, dass du einen stinkreichen Patenonkel hast? Doch, und jetzt ist sie meine Tante. Aber du hast jetzt eine Freundin, ne? Ja. Hat die dich nächste Woche Geburtstag? Ja. Dann gebe ich dir einen Tipp. Schenke ihr genau das, was sie sich wünscht, und du hast gewonnen. Ja, das ist ein Problem. Sie wünscht sich einen Push-Up-BH. Ah. Und du weißt jetzt nicht, was ein Push-Up-BH ist? Doch, sicher weiß ich das. Das ist so was Ähnliches wie eine Chipstüte. Chipstüte? Ja, dann öffne und denk, na, was ist das denn? Ist ja doch halt voll. Und wo ist dann das Problem? Ich kenne ihre Größe nicht. Mein Gott, dann schnapp dir einen BH, wenn sie nicht da ist. Da ist hinten ein Schildchen drin. Ja, kenne ich von meiner Mutter. Siehste, und da ist eine Zahl drauf. Das ist der Brustumfang. Ja, und dann ist da noch ein Buchstabe. A, B, C und so weiter. Das ist die Körbchengröße. Was? Ich schmeiß dich weg. Was ist los? Meine Mutter hat unterschiedlich große Brüste. Ist das so? Ja, bei ihr steht drin C und A. Ich bin zu alt. Ich merke das auch im Alltag. Gestern in der Küche, mir fehlte eine Zutat. Ich gehe runter in den Keller, komme unten an und wusste nicht mehr, was ich da wollte. Das ist nicht lustig, das ist peinlich. Och, mach dir nichts draus. Das passiert anderen auch. Anderen? Ja. Joachim, das kannst du toppen, ne? Der Joachim? Ja, der hatte im Oktober einen Termin in der Autowerkstatt zum Reifenwechsel. Und den hat er verpennt. Nee, da war so schönes Wetter, da ist er den Fahrrad hingefahren. Hör mal, kannst du dich bitte etwas zurückhalten, ein bisschen mehr Respekt? Der Joachim ist hier seit Jahren Sitzungspräsident. Oh, toll. Mein Gott, wie bist du denn an den Posten gekommen? Nach unten getreten oder nach oben geschlafen? Vorsicht, der Mann ist Anwalt. Ach, er hat es eingeklagt. Nein. Nein, er kann einfach gut reden. Ja, reden kann er, da stimmt's.
Zu Weihnachten standen bei ihm vor der Tür zwei von diesen Zeugen Jehovas. Da hat er eine halbe Stunde mit denen diskutiert. Und als sie wieder gingen, waren sie Atheisten-Mitglieder in seiner KG und haben noch den Müll mitgenommen. Zack! Ganz ehrlich, Jared, und da, wenn man sowas hört hier, da denkt man, das ist die Generation, die mit der Cannabis-Legalisierung klarkommen soll. Cannabis. Ja, falls du das nicht weißt, Cannabis wird im Moment in Deutschland wo von Medizinern verschrieben. Ja, von den sogenannten Kifferorthopäden. Und das ist auch die Generation, die das mit dem Gendern hinkriegen soll. Ach, da ist es wieder mein Lieblingswort, Gendern. Es geht um Gleichberechtigung, dass wir die Frauen endlich mal in der Anrede vernünftig berücksichtigen. Wir sagen MitgliederInnen, MitarbeiterInnen. In den Nachrichten heißt es liebe ZuschauerInnen. Das lachen wir in Nordrhein-Westfalen doch schon lange. Ehrlich? Ja, im Ruhrgebiet hat man immer schon Sätze gehört wie, das ist der Anita, ihr sein Auto. Ich sage, der macht mich wahnsinnig. Ganz ehrlich. Und ich mache mir wirklich Sorgen um seine Zukunft. Warum? Ja, sag den Leuten mal, was du beruflich machen willst. Ich will Medizin studieren und Arzt werden. Arzt? Notarzt. Auf dem Krankenwagen sitzen und mit 180 durch die Innenstadt brettern. Nee. Das machen die nicht immer? Nein. Nein, weil es gefährlich ist. Wie gefährlich? Ja, bei uns in der Siedlung ist letztens jemand von einem Krankenwagen angefahren worden. Ja, das nennt man Neukundenakquise. Warum? Da musst du dich tuschen. Warum gehst du nicht einfach in die Pflege? Pflege? Ja, in der Pflege werden händeringend Leute gesucht, ne? Sodass die jetzt schon Seiteneinsteiger beschäftigen. Was ist das denn? Das sind Leute, die mal einen anderen Beruf gelernt haben und die umgeschult werden. Ach, die kannst du alle vergessen. Bei uns im Krankenhaus wurde eine Stelle schon dreimal neu besetzt. Nur Krampen. Was heißt das? Ja, der erste kam aus der Hotelbranche. Der hat zu den Patienten immer gesagt, Frühstück ans Bett kostet extra. Der zweite war Ausbilder bei der Bundeswehr. Der hat um 6 Uhr die Türen aufgerissen und geschrien, in 3 Minuten will ich hier keinen mehr im Bett sehen. Zack, 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 zack. Aber der Bekloppteste war der dritte. Der hat früher bei DHL gearbeitet. Und wenn die Patienten sich geweigert haben, ihre Tabletten zu nehmen, hat er die einfach der Nachbarn eingeworfen. Komm, jetzt sieh doch mal zu, dass du fertig wirst. Was? Du sollst zusehen, dass du fertig wirst. Warum? Mir gefällt's hier. Das ist schön, aber wir müssen trotzdem gehen. Wieso? Weil es weitergehen muss. Ich will doch nicht gehen, du musst aber gehen. Ich kleb mich an der Bühne fest. Nein, du sagst jetzt auf eine nette, elegante Art und Weise Dankeschön. Wir sagen Dankeschön. 40 Jahre, die Fliegpost. Nein, ich find's gut. Aber ganz im Ernst, ich hab das nicht verstanden, warum dieses Lied im letzten Jahr so erfolgreich war. Also hier in Köln haben sie schon eine Spezialversion. Hier in Köln singen sie, mir sagen, du kannst gehen, tschüss, Herr Kardinal Wölki. Du hast bei uns gar keine Freunde. Vorsicht. Wieso? Ja, ich muss den Hintergrund erklären. Er war tatsächlich bei dem legendären Gottesdienst im Dom dabei. Ich weiß nicht, ob Sie das alle wissen. Gottesdienst im Dom. 10 Messdiener haben plötzlich dem Wölki demonstrativ den Rücken zugedreht. Ich musste so lachen. Wieso? Einer von denen hat noch die Mikrofonanlage sabotiert. Und damit die Leute das merken, hat der Wölki ganz laut gerufen, mit dem Mikrofon stimmt was nicht. Hat die Gemeinde geantwortet, und mit deinem Geiste. Es war uns eine Ehre, heute dabei gewesen zu sein. Euch allen noch einen traumhaft schönen Abend hier in Gürzenich. Danke und tschüss sagen Klaus und Willi. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine tolle Rede haben wir hier dargeboten bekommen. Nicht nur toller Wortwitz, sondern auch eine fantastische Bauchrednerkunst von Klaus Rupprecht.